Er hat welche da, so viel kann ich sagen. Ich flüster ganz leise, damit ihr es auch da draußen nicht hört. Er hat Stereo Pro 140p da und Nico Ockenfels hat zu mir gesagt, sag's nicht zu laut, denn du hast den ganzen Schwung wieder reinbekommen. Ganz tolles Fahrrad, Preis von dem? Preis liegt so laut bei 3.899 Euro. Das ist ein Fully, oder? Das ist ein Fully und ja, gab's so vorher noch nicht. Das ist ganz neu. Ja, also die 140er Serie im Modelljahr 21 ist erst bei Race gestartet. Wenn jeder oder wenn jemand die Geschichte von Cube so ein bisschen kennt, beginnen die Räder ja meistens schon mit einem Pro oder auch mit einem One. Soweit gehen wir bei den Fullies aber nicht runter. Das Pro gibt es jetzt auch beim 140er Modell, nicht nur bei dem 120er. Und somit liegt der Preispunkt jetzt bei 3.899 Euro. Der Rahmen ist Carbon? Ja, wir haben auch hier einen Carbonrahmen. Nochmal 3000, wie viel Euro? 899. Mit Carbon? Mit Carbonrahmen. Mit Bosch CX? Mit Bosch Performance CX. Mit RockShox komplett? Mit RockShox, mit 625 Wattstunden Akku. Also alles, was das Herz begehrt für einen wirklich mega Preis, muss man einfach so sagen. Bisschen teurer geworden, aber es gab es ja vorher nicht. Es gab es vorher nicht. Wie gesagt, wir sind ja gestartet mit dem Race bei 3.999 Euro. Um das Gesamt aber so ein bisschen zu schließen, hat man hier noch ein weiteres Produkt mit eingebaut, das Pro in dem Sinne, was wir ja auch bei dem 120er kennen. Wir haben das Pro als 120er ja auch hier stehen. Da startet es ja quasi ab 3.649 Euro. Und mit dem 140er liegen wir dann bei 3.899. Kommt einfach deswegen, weil halt die Komponenten jetzt beim 140er nochmal etwas robuster ausgelegt sind und dadurch halt auch das Rad etwas teurer wird. Wenn wir jetzt auf den 160er gehen würden, wird es meistens immer nochmal einen Step teurer. Aufgrund der Komponenten, der Dimensionen, wir haben eine stabilere Gabel, wir haben andere Bereifung drauf, wir haben einen anderen Laufradsatz mit drauf. Das macht den Hauptunterschied der einzelnen. Das drüben, das 120er, hat auch schon Carbon? Nein. Da haben wir komplett Aluminium. Erst ab dem 140er haben wir dann quasi den Carbonrahmen. Ich fahre ja selbst Carbon. Abgesehen davon, dass es leicht ist, ist es gar nicht hier so entscheidend, sondern es ist extrem schlagfest, stabil, steif. Also das Material ist wirklich nicht mehr das, was man denkt, was seit Jahren immer sich noch so ein bisschen in den Köpfen hält. Ein spitzer Stein schlägt drauf, ist sofort kaputt. Das habe ich nie erleben können. Im Gegenteil, also ich habe die wildesten Sachen damit gemacht. Er hält und hält und hält. Also Carbon ist schon sehr haltbar. Ja, definitiv. Also es gibt schon ganz klar Unterschiede. Carbon ist nicht gleich Carbon. Aber alles, was das Thema Schlagfestigkeit angeht, zumindest mal bei den Herstellern, die wir mit im Portfolio haben, ist es wirklich so, dass das Rad top ist in seiner Qualität. Wir haben ja hier am Unterrohr, siehst du es ja auch, wo das Akkucover quasi ist, keinen direkten Carbonrahmen. Ich zeige das mal ganz kurz. Da sieht man es ja auch dann offen. Da sitzt quasi hier direkt der Akku. Und in dem Fall 625 Wattstunden. Und dieser Cover, wenn er denn dann auch noch abgeht, hat hier unten drunter quasi auch nochmal die Gummierung, die quasi auch diesen Steinschlag etwas mehr abdämpft. Das ist Kunststoff und das ist dann Gummi. Ja, das ist genau der Punkt, wo das hochgeschleudert wird vom Vorderrad. Genau, das kenne ich ja. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Da sage ich immer, klebt da was drauf, denn auch hier könnten sich auch Steine hier einklemmen und so weiter. Das kann man abdecken, das könnt ihr aber auf Wunsch auch machen. Wenn einer sagt, ich hätte das gerne, dass da nichts drankommt. Das geht auch. Was halt noch wichtig ist, zum Beispiel halt auch Kettenstrebe. Das ist ja immer der Punkt, wo die Kette mit aufschlägt. Auch hier ein spezifischer Schutz, nichts mehr Universelles. Also jeder Hersteller ist mittlerweile so perfekt in den Details, dass sie eigene Sachen konstruieren. Also nicht mit Kabelbindern. Nein, die dann wirklich einfach perfekt passen, die auch von unten geschützt sind. Jetzt, wir kennen diese Strebenschützer immer von oben. Jetzt ist es wirklich auch von unten diese Riffelung hier mit drin, dass es also noch mehr Dämpfung in sich dann halt auch hat, dass es einfach perfekt ist. So, hier steht's. Farbe Grau mit Blau. Spricht irgendwas dagegen, dieses Fahrrad nicht zu kaufen? Fangen wir mal an, Schaltung. Wir haben eine Diore drin, wer sich ein bisschen auskennt, der kleine Bruder von der XT. Genau, also wir haben eine komplette Diore-Gruppe, heißt als Zwölfgang. Die Diore ist ja auch Zwölfgang mittlerweile und hat natürlich dann die gleiche Bandbreite wie eine SLX, XT oder XTR. Dann genau auch. Die gleiche. Genau, und das macht das Rad halt auch wirklich im Einsatzzweck, schränkt es
in keinster Weise einen zu den größeren Modellen, ob Race, SL oder ähnliche. Die Grundbasis ist ja hier auch die gleiche. Heißt klar, ich habe bei einem SL vielleicht dann doch das Fox-Fahrwerk, hier in dem Fall jetzt RockShox mit verbaut, die Recon-Gabel mit Lockout-Funktion. Luft, ja, wir haben nur in diesem Segment nur Luftelemente, keine Stahlfeder mehr. Ich habe es das letzte Mal angekündigt, die ganze Welt spricht über die Recon, hat einer geschrieben als Kommentar, es ist nur eine, ich soll meinen Ball flach halten oder so irgendwas hat er geschrieben, ist ja nur eine günstige Einstiegsgabel, ganz ordentlich oder so, ja. Sehe ich aber ganz anders, denn für das Geld hast du vorher eine Stahlgabel bekommen und jetzt kriegst du auf einmal eine Luftgabel, die wirklich erstaunlich gut funktioniert, so ungefähr so gut wie der Deckel, der ist nicht ganz drin. Warte, das müssen wir aber jetzt filmen. Ich mache mal das Rad zur Seite. Nein, ich muss einfach nur so jetzt. Ja, die Leute gucken da drauf, wenn du da irgendwas reinfummelst. Es ist aber auch gut gemacht. Ich zeige das jetzt mal gerade, wo das Problem dran lag. Das hier ist deutlich besser geführt. Es geht dann zwar ein bisschen schwerer raus, aber wir haben genau zwei Positionen, wo das eingreift. Das heißt, normalerweise ist das hier offen. Das heißt, ich setze das nur rein, ob jetzt das ein bisschen weiter links oder weiter rechts ist. Reguliert sich ja nachher automatisch. Und jetzt hält es besser. Aber wenn ich das nicht genau treffe, dann kriege ich das nicht dort rein. Jetzt ist es sofort drin und ist dann dementsprechend auch direkt zu. Du Fuchs, da gibt es wahrscheinlich in der Volkshochschule St. Wendel Einführungslehrgänge für Akkus. Du wirst aber lachen. Es gab früher mal, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, bei den Tests haben die insbesondere ziemlich hart bewertet, wie gut man den Akku rauskriegt. Weil nämlich viele Leute, die pendeln, das zum Beispiel unten im Keller stehen haben, den Akku mit hochholen oder zur Arbeit mit hochholen, den da aufladen und so weiter. Und das geht jetzt immer einfacher. Wir haben uns ja teilweise die Finger mal abgebrochen, vor wenigen Jahren noch. Ja, das ist einfach so. Auch manche Cover oder so, da ist immer der Hang zur Optimierung. Ich finde diese Lösung von Cube schon extrem gut, muss ich sagen. Wir sehen immer die stetigen Verbesserungen. Wir haben das hier genauso auch. Die Aufnahme des Akkus ist ja komplett separat. Das heißt, der Kabelkanal läuft hier oben losgelöst von der Aufnahme des Akkus. Mhm. Das heißt, wir haben hier Bremsleitung, wir haben die Schaltungsleitung, wir haben die absenkbare Sattelstütze. Und früher war das eigentlich nur in den Rahmen eingeklebt mit Klebeband oder ähnliches. Und dann kam der Akku darüber. Wenn irgendwas übereinander gelappt ist, dann war es schon zu eng und dann ist der Akku nicht mehr sauber reingegangen. Jetzt haben wir einen separaten Kanal, wo die Leitungen quasi durchlaufen und unten drunter ist die Akkuaufnahme. Ist also komplett getrennt. Das heißt, wenn wir den Akku rausnehmen, siehst du auch keine Schalthülle oder ähnliches mehr. Jetzt gibt es ja viele Händler, die würden gerne Cube-Händler werden. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht wird man sogar einer. Aber die Warenverfügbarkeit bei Cube hat ein bisschen was damit zu tun, was wurde in den Vorjahren verkauft, was die Abgabe angeht. Da bist du gar nicht schlecht. Ihr habt so viel vorgeordert, wie ging. Das war, glaube ich, eine maximale Beschränkung im Vorjahr plus x in Prozent, die du ordern durftest. Hast du alles vorgeordert, was ging? Oder ja. Gab es irgendwelche Fahrräder, die du nicht geordert hast von Cube? Alles. Hast du Fahrräder für Kinder geordert? Ja. Rennräder? Komplettes Sortiment. Komplettes. Und die haben nicht nur ein Fahrrad, die haben gefühlte 100, oder? Ja, wir haben jetzt, glaube ich, knapp über 400 verschiedene Modelle. Das ist 400. Wahnsinn, muss man ganz klar sagen. Du hast alle geordert? Alle in dem Sinn für die wichtigen Produkte. Heißt also, wir haben manche Modelle, wir haben alle Serien. Ne? Hättest du in die Politik gehen können. Ja, ich frag dich eben noch, hast du alle geordert? Sagst ich habe ja alle geordert, aber die wichtig sind. Es gibt Modelle, wo ich sage, lieber die 300 Euro mehr und dafür aber das bessere Rad. Okay, also verstehe. Wie bei Facebook, für dich wichtig. So der ja, es gibt ja manchmal so Sachen, wo man sagt, okay, das nächste Rad kostet vielleicht 300, 400 Euro mehr. Ich weiß, und dafür gibt es aber kriege ich aber deutlich mehr Komponenten nochmal mit dabei oder wertige Gabel, Dämpfer oder ähnliches. Und so suchen wir ja auch unser Programm aus. Man muss ja immer dazu sagen, alle Kollektionen sind mittlerweile international. Und es gibt andere Länder, wir sind ja, sage ich mal, sehr darauf getrimmt, viel Ausstattung für das Geld zu bekommen. Es gibt aber auch Länder, da ist das gar nicht relevant. Also Beispiel, weniger Ausstattung? Weniger Ausstattung hast du oftmals halt in Frankreich beispielsweise. Die Franzosen sind da nicht ganz so extrem drauf und unterwegs. Also aber muss nicht immer die XT sein oder so. Genau, also es ist einfach so, dass die Märkte ja alle unterschiedlich funktionieren irgendwo. Nur wir in Deutschland sind immer sehr, sehr bewusst, es muss Shimano, es muss XT, so kennt man das ja schon über die letzten Jahrzehnte. Aber wir haben immer schon danachgehend beraten, dass immer in erster Linie die Funktion, das Rad, das muss passen. Da mal ein anderes Schaltwerk, jetzt ist ein Deo drauf, wenn ich das mal verstürze oder ähnliches und sage, Mensch,
jetzt mache ich das XT drauf und dann habe ich nochmal was Hochwertiges. Aber es ist nicht so der Effekt, dass ich nachher sage, boah, jetzt schaltet die Schaltung aber viel, viel besser. Hier das Fahrwerk, die Kernbasis, das ist das Herzstück. Das war es früher schon und ist es heute noch umso mehr. Wenn das nicht passt, kann ich den Rest vergessen. Also zusammenfassend, wir haben den stärksten Motor, den es gibt. Da kommt jetzt ein neuer Motor raus, der wird Ende des Jahres vorgestellt. Da ist aber der gleiche Motor drin, die werden nur die Anschlüsse etwas verändern. Das wird eine gewisse Revolution werden für Bosch, aber hier kauft man 75 Newtonmeter. Du unterbrichst mich, wenn es nicht stimmt. Du kaufst dir den Erfolgsmotor von Bosch aller Zeiten. Der bremst auch nicht mehr, wenn du nicht trittst. Das heißt also, beziehungsweise wenn die Batterie aus ist und du trittst also über 25 km/h, bremst so gut wie gar nicht mehr. Genau, wir haben also so gesehen die aktuellste Version. Das, was du angesprochen hattest, ist aufgrund des neuen Bosch-Systems in Verbindung mit dem neuen Kiox das Best-3-System, was komplett eigenständig mit eigenen Steckern funktioniert. Heißt, wir haben in der Grundbasis immer noch denselben Motor, Performance CX. Er wird ein etwas anderes Cover bekommen, damit man ihn etwas besser unterscheiden kann dann auch. Ist aber inhaltlich gleich, außer drinnen genau das gleiche. Gewisse Anschlüsse oder Platinen halt auch von der Steuerung. Das ist ein bisschen abweichend, aber wir haben sowohl 75 als aber auch 85 Newtonmeter. Das ist prinzipiell einstellbar, das machen wir auf Kundenwunsch. Wenn jemand sagt, ich will mehr Reichweite, ist natürlich 75 interessanter wie jetzt 85 mit der Maximalleistung. Das ist individuell nachher bei Abholung zu verändern. Der 625er, also oft hat man ja diese China-Importe, die haben hinten Namenmotor, also wir fangen mal bei Null an. Dort hat man natürlich nicht den Vorteil der Übersetzung, das ist ja hier bei diesem Motor eingebaut, sodass die Übersetzung auch die Kraft des Motors unterstützt. Der muss sich dann nicht hinten abquälen, also wenn zum Beispiel ein Berg kommt. Genau, also hier ist ganz entscheidend, wir haben ja im Vergleich zum Vorgänger jetzt auch das große Antriebskettenblatt, was auch das Thema Verschleiß natürlich deutlich verbessert. Kleine Antriebsritzel waren schon verschleißanfälliger gewesen. Das Verhältnis war aber auch ein ganz anderes. Wir haben beziehungsweise die Welle, der Motor ist komplett losgelöst. Heißt, wir haben keinerlei Antriebseinfluss. Bedeutet, wenn ich ohne Unterstützung fahre, muss ich nicht noch die Welle vom Motor oder Ähnliches mitdrehen. Das war schon spürbar bei den alten, oder? Das ist komplett entkoppelt. Das ist aber mittlerweile bei allen namhaften Herstellern so. Bosch war jetzt ja mit einer noch der letzten bei den Top-Motoren, wo das noch so hatte. Aber wir haben jetzt den Performance CX auch schon ein bisschen länger. Von daher ist das kein Thema mehr heute. Ja, eine der besten Bremsanlagenhersteller der Welt, Magura. Nicht, weil ich auch eine habe auf meinem Fahrrad, sondern weil ich sehr zufrieden bin. Ich hatte noch eine Zweikolbenanlage, klär mich auch hier mal bitte auf. Zwei Kolben, vier Kolben, die hat jetzt vier Kolben. Die hat vier Kolben. Klar, bei dem Federweg musst du auch eine Verzögerung haben. Magura-Bremsanlagen haben wir immer mehr auch in der Erstausrüstung, was für uns, für die Werkstatt auch sehr erfreulich ist. Wir haben den Vorteil, dass sie mit einem Mineralöl funktioniert. Es gibt ja auch einige Bremsenhersteller, die Bremsflüssigkeit verwenden. Das ist quasi wie beim Auto auch, bedeutet alle zwei Jahre einen kompletten Ölwechsel und bei einem Mineralöl hält das deutlich länger. Ne? Also da brauchst du nicht nach zwei Jahren schon das Öl zu wechseln. Ich hab's nie. Es ist umweltfreundlicher bzw. auch verträglicher, wenn du daran arbeitest oder Ähnliches. Sattelstütze verstellbar, ist die ordentlich? Ja, wir haben die eigene Stütze von Cube hier mit drin. Wir haben einen schönen ergonomischen Hebel, das muss man auch immer mit dazu erwähnen, weil es bringt nichts, wenn wir Sattelstützen drin haben und diese aber dann doof zu bedienen sind. Hier geht es wirklich, also so gesehen würde ich es ja so bedienen, das heißt, mein Daumen trifft das gesamte System genau und fährt dann dementsprechend. Du musst nochmal, ich war gerade auf deinem Daumen. Wobei man da ja normal mit dem Poppes drauf sitzt, mit seinem vollen Gewicht, genau, und dann ist das kein Thema. Und das funktioniert also wirklich sauber und ordentlich. Sag mal, das wäre da eigentlich auch ein tolles Fahrrad für Leute, die, wenn du mal gerade zu mir kommst, wir gucken uns das mal gemeinschaftlich an. Wir haben uns gelogen, der Rahmen, der ist nicht komplett aus Carbon, sondern der Hinterbau, der ist aus Alu. Genau, ja. So, das muss man dazu sagen, also vorne ist Carbon. Aber das ist doch ein ganz tolles Fahrrad, auch für so ältere Personen wie mich.
die sagen, ich will ein schickes Rad haben mit hohem, ich sag mal, Prestige, denn Cube stellt was dar, muss man schon sagen. Das ist eine Marke, die man kennt. Ja. Bei der ich aber auch einen riesen Vorteil habe. Ich kriege Ersatzteile, hast du mir erzählt, selbst für ältere Cubes gibt es sogar noch den Rahmen in der Farbe und die waren nicht immer aus Carbon. Da habt ihr wirklich viel Glück. Das heißt also, die Warenverfügbarkeit, Ersatzteilverfügbarkeit, wenn mal was dran ist. Und es soll ja Leute geben, die nicht alle 2 Jahre ein neues Fahrrad kaufen. Ja, du hast ja zwar die Marke verwechselt, aber... Ich habe Cube gesagt. Du hattest Cube gesagt, der Hersteller, das, was du ausgeführt hast mit älteren Rahmenbauteilen in der passenden Farbe, ist dann Scott. Die haben da wirklich ein extrem gutes Portfolio. Was? Hab ich das verwechselt mit Scott? Das hast du verwechselt, aber ist ja nicht schlimm. Cube tut da gerade aktuell einiges für. Es gibt jetzt zum Beispiel, und das gibt es auch bei fast keinem Hersteller, Lackstifte. Ist immer ein großes Thema. Ich zeig mal dein Gesicht. Lackstifte. Lackstifte, ja. Die meisten Hersteller bieten keine Lackstifte an. Aufgrund dessen, die Räder werden meist in Fernost lackiert. Bis der Lackstift bei uns ist, ist er schon trocken und auch nicht mehr zu verwenden. Und deswegen hat Cube jetzt eine eigene Lackiererei, wo sie selber quasi die Lacke anmischen können. Und so gesehen, wenn jetzt, sage ich mal, dieses Grau in 2 oder 3 Jahren, also die Strebe vielleicht nur in einem Schwarz haben oder vielleicht würde es eine gewisse Anzahl an Rahmenbauteilen. Die können die nachlackieren. Können sie die dann quasi in der Art und Weise nachlackieren. Und die Aufkleber kommen auch drauf. Denke ich mal, wird dann auch kein Problem sein. Ne? Wir haben ja bei Cube gefilmt, die haben so eine eigene Abteilung, das war jetzt Cube. Das ist, wenn du jetzt Händler bist und schickst so ein Ding ein, dann werden die nicht direkt weggeschmissen, sondern die gucken, was ist dran. Entweder gibt es Ersatz oder das wird repariert. Denn das Thema Nachhaltigkeit, wir haben es eben auch gehört beim Mitarbeiter von dir, der das auch studiert hat, ist Cube extrem wichtig. Die landen dann in Bayern. Geht das zügig eigentlich, wenn da mal was Böses dran ist? Ja, es ist natürlich immer saisonabhängig. Im Sommer dauert es natürlich länger wie jetzt in der Winterzeit. Aber das ist bei allen Herstellern so. Das lässt sich nicht vermeiden. Dennoch versuchen wir immer, schnelle Lösungen halt auch zu finden. Uns sind meistens halt aber auch die Hände gebunden, wenn es dann doch mal eine Woche oder zwei länger dauert. Aber wir versuchen es immer im Sinne des Kunden dann halt auch zu lösen. Wenn jetzt Kunden viel fahren, also ich wende mich mal speziell an die Vielfahrer, habt ihr eine ganz tolle Geschichte, die heißt Wertgarantie. Bei Vielfahrern übrigens geht gerne mal kaputt so eine Antriebskassette. Die Kette wird auch, die hält nicht ewig, muss man auch dazu sagen. Bremsbeläge und Co. Es kann auch mal gestohlen werden, man kann stürzen, der Rahmen geht kaputt. All das spielt dann keine Rolle mehr, man ist tatsächlich versichert. Es gibt zwar ein paar Bedingungen, aber das Ganze kostet nicht die Welt. Also heißt Wertgarantie, verkauft ihr immer öfter. Was kann das? Ja, Wertgarantie ist nichts anderes wie eine Versicherung. Den Ursprung haben sie schon, glaube ich, seit den 60er Jahren mit Farbfernsehern früher oder generell Fernseher. Der eine oder andere wird es von seinem Handy vielleicht auch kennen. Aber gerade in der Fahrradbranche sind sie auch schon lange unterwegs und bieten gerade für das Thema Fahrrad unheimlich gute Produkte an. Bedeutet, ich habe zum einen mal die Versicherung gegen Diebstahl. Ne? Ich meine, wir haben ein wertiges Produkt. Und das will ich natürlich dann halt auch versichern. Und das ist mal der erste Punkt. Das Gleiche gilt dann auch für den Punkt Vandalismus. Ich habe mein Fahrrad irgendwo stehen, es wird beschädigt. Auch hier ist dann die Versicherung für da, für den Schaden zu regulieren. Was jetzt als nächstes noch mit hinzukommt, sind Sturzschäden. Passiert durchaus auch mal, wenn ich da unterwegs bin und sehe die Wurzel nicht und lege mich dann quasi dorthin, dann kann halt auch irgendwas beschädigt sein und auch das wird durch die Wertgarantie. Der Schlauch ist sogar mit drin, es ist die Arbeit mit drin. Das Einzige, was nicht mit drin ist, ist die reine Wartungsarbeit, aber jetzt kommt es noch besser, ich muss nicht wie beim Zahnarzt bei der Privatversicherung Vorkasse leisten, sondern wenn der Kunde zu euch kommt, habt den direkten Draht mit Wertgarantie, macht einen Kostenvoranschlag und rechnet direkt mit der Versicherung ab. Genau, also es ist in dem Sinn so, das, was jetzt in der Ergänzung noch gefehlt hat, ist das Thema Verschleiß. Bedeutet, wie du anfangs gesagt hattest, die Bremsbeläge, die Kassette, die Kette sind fällig, weil sie verschlissen sind. Auch das übernimmt die Wertgarantie. So. Bedeutet dann auch in der Abwicklung, wenn wir den Vertrag über uns machen, haben wir direkt quasi halt auch die direkten Daten dazu. Das Rad kommt zu uns.
sagst dann, Mensch, der Antrieb ist hinüber, den müssen wir neu machen, Bremsbeläge und Platten habe ich auch gerade noch. Zahlt gar nichts. Genau, dann gibst du es ab, wir regulieren den Schaden mit der Versicherung und dann dementsprechend kannst du das Rad einfach nochmal abholen. Preis im Jahr ungefähr bei dem? Wir haben bei dem Rad liegen wir ungefähr um die 160 Euro. Also das heißt rund im Jahr, der 12 Euro im Monat. Dafür habe ich alle Verschleißteile abgebildet. Die Mindestlaufzeit sind 12 Jahre? Nee, ist ein Jahr und wird dann dementsprechend immer verlängert. Also verlängert. Es ist wirklich, es gibt keinen Haken. Also es gibt auch keine. Also es ist ein faires Geschäft. Wir haben auch wirklich Kunden, die viel fahren, wirklich richtig viel fahren, wo ich mir dann schon denke, Mensch, das ist Wahnsinn. Die werden bald kündigen. Die werden bald kündigen. Aber mir fällt da so ein Kunde ein, den Namen will ich jetzt nicht nennen, aber der hat einfach einen hohen Verschleiß. Weil ist der Vorname, der Buchstabe, der erste? Mit M. Mit M, mhm. Der Vorname. Genau. Und da ist es wirklich so, dass in dem Fall die Wertgarantie dort alles übernimmt. Und das ist wirklich mehr als fair. Also es ist ein tolles Produkt und man weiß ja nie, was dann passiert. Der Diebstahlschutz ist mit drin. Das heißt also, jetzt bei dem Fall, ich habe es mit einem ordentlichen Schloss, da gibt es auch Bedingungen. Ich glaube, 50 Euro muss es kosten. Genau. Ich habe es abgeschlossen, es wird geklaut. Das ist nochmal, du streitest dich da nicht mit einer Hausrat rum, ist aber ein E-Bike oder was weiß ich, es ist mitversichert. Dann jemand zerstört das Fahrrad mutwillig, indem man zum Beispiel Farbe drauf sprüht. Da sagen Leute, ja, gab es noch nie, wird es nie geben. Oder er tritt einfach mal feste dagegen, weil es kann ja sein, dann ist hier das Rad vorne, genau. Ein Achter. Dann sprichst du von Vandalismus und auch diese Schäden sind quasi mit abgedeckt. Also rundum gesprochen, klar kann man sagen, ich habe eine Hausrat, da versichere ich es, aber auch da immer aufpassen, eine Hausrat ist in erster Linie für das Haus, bedeutet, das Rad ist versichert, wenn es im Haus ist. Wenn ich jetzt aber in meinem Ort, in den Rewe einkaufen gehe und mache das dort mit dem Schloss fest und es ist dann weg, dann sagt die Hausrat, ja, sorry, ist aber nicht im Haus, weil ist ja auf dem Rewe-Parkplatz. Mhm. Und das ist hier komplett abgedeckt, europaweit. Und das ist schon ein großer Unterschied. Also es ist ein faires Produkt. Wir weisen immer mehr darauf hin. Es geht nicht darum, dass wir da noch eine Versicherung dazu verkaufen, sondern einfach das Wissen, dass es sowas gibt. Ne? Wenn ich ein Fahrrad habe, sehe das jetzt, habe schon ein Fahrrad, kann ich das nachträglich abschließen? Ja, geht nachträglich auch noch. Es geht auch für gebrauchte Fahrräder. Auch das ist kein Problem. Dann ist es aber so, dass die Verschleiß oder Ähnliches erst nach 7 Monaten greift. Ne? Weil sonst könnte jeder sagen, Mensch, mein Fahrrad hat einen Schaden von 300 Euro, jetzt mache ich die Versicherung, dann zahlen die morgen. Dann dauert es quasi ein halbes Jahr und dann kann ich das erst machen. Also rund 12, 13 Euro im Monat. Dafür habe ich es komplett abgesichert gegen Diebstahl, Vandalismus, Verschleiß. Die Reifen wären mit drin, die Bremsbeläge mit drin. Jetzt geht mal hier, ich bleibe hier hängen. Hier so ein Pedal geht kaputt, Pedal ist mit drin. Genau. Alles, einfach alles. Richtig. Es gibt einen Höchstwert, glaube ich, im Jahr, den man einlösen darf. Das sind, ich glaube, 700, 800 Euro, die es maximal sind. Ja, das ist richtig, aber man muss auch fairerweise hier dazu sagen, im Verhältnis gesehen ist es so, dass wir bei dieser Versicherung eigentlich alles mit drin haben. Also da muss man sich keine Sorgen. Es gibt keinen Haken, du wirst es sonst nicht verkaufen. Es gibt keinen Haken, wir bieten es bewusst an, wir erwähnen es auch immer mehr. Wir werden noch eine eigene Broschüre zu dem Thema halt auch machen, weil wir so überzeugt sind auch von dem Produkt selber. Das kann sich jeder auch mit nach Hause nehmen, kann sich überlegen, ob er das macht. Mhm. Gerade wenn man auch jetzt sagt, also Mensch. Das ist nicht die Schuhcreme zum Schuh, die du unbedingt verkaufen musst, damit du noch was verdienst. Nee, es hat zwar diesen Geschmack so ein bisschen davon, aber im Endeffekt geht es wirklich uns darum, halt auch den Kunden darüber zu informieren. Wenn ich mich für ein Produkt interessiere und ich kenne mich gar nicht aus, erwarte ich ja auch von dem Verkäufer oder der mich berät, was es für Möglichkeiten gibt für ein Gesamtpaket. Wir wollen ja so gesehen auch das Gesamtpaket online anbieten. Geht das auch? Online geht das bei uns auch. Das heißt, es gibt auch Händler, die das abwickeln. Muss ich mir einen speziellen Händler aussuchen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Regensburg wohne? Im Endeffekt muss ich die Wertgarantie abwickeln. Ich kann es aber auch so machen, dass ich zum Beispiel sage, ich wickle das selber ab. Das heißt, ich bringe es in die Werkstatt meiner Wahl, ob der jetzt Wertgarantie hat oder nicht. Die reparieren das, ich nehme die Rechnung mit und reiche das dann selber ein. Immer darauf achten, es muss immer, wenn es eine höhere Summe ist, Kostenvoranschlag gemacht werden, weil es nicht so, dass die dann zu allem Ja und Amen sagen. Was aber wichtig ist noch, die reine Wartung, sprich Inspektionen, sind dort außen vor. Die muss der Kunde selber zahlen. Ne? Okay. Jetzt höre ich so ein bisschen raus. Die Preise sind seit Jahren, moderieren wir auf ähnlichem Niveau. Ja. Für Fahrräder übrigens ohne Elektroantrieb sind sie teurer. Leute achten schon mit Elektroantrieb mehr auf ihr Rad, beziehungsweise da haben sie etwas weniger Erfahrung. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei WeCycle in Riegelsberg und St. Wendel, hier in diesem Fall in St. Wendel. Du hast einen Shop. Der Shop, unglaublich viel Aufwand. Wie viele Leute arbeiten allein für den Shop?
Insgesamt 7. 7 Leute für den Shop. Denn die Herausforderung ist nämlich, dass alles, was im Shop drin ist, auch verfügbar ist. Das bedeutet, wenn einer bestellt, ist es einfach. Da wird es automatisch rausgelöscht. Aber jetzt ist der unten im Warenwirtschaftssystem, kauft ein Fahrrad, dann muss das raus. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie das letzte Rad dreimal zu verkaufen. Ja, ja, das ist immer das Wichtige dort dabei. Und die Frequenz oder die Schlagzahl ist halt schon sehr, sehr hoch. Und da kann es auch mal zu einem Fehler kommen, aber in der Regel passt es eigentlich. Also wir versuchen immer, die aktuellsten Zahlen zu haben. Dadurch, dass es aber viele Schnittstellen gibt, 2 Ladenlokale, ein Webshop, Plattformen mit dabei, kann es nicht auf die Sekunde immer genau sein. Aber wir sind da eigentlich immer schon bei einem guten Zeitfenster unterwegs. So, und wenn Sie das Fahrrad nicht sehen sollten im Webshop, dann gehen Sie bitte auf die Cube-Webseite, schauen sich irgendein Fahrrad an. Wir haben ja eben erfahren, du hast alle Fahrräder geordert, so gut wie alle. Und die kommen auch mal. Mittlerweile ist 50% des gesamten Bestandes, den du kriegst, und du weißt ja, was du kriegst, der genau. ist bereits vorbestellt. Und das sieht man nicht auf der Webseite. Ihr schickt bitte eine Mail oder ruft an. Besten eine kurze Mail schicken. Zum Beispiel das hier, Stereo Pro. Was haben wir hier für eine Rahmengröße? Steht mittlerweile drauf, 140p, Rahmengröße M. Rädergröße ist dann automatisch 29 Zoll. Hätte ich gerne in S, weil ich es gerne hätte. Dann hat es wahrscheinlich 27,5 oder nicht. Mhm, ja, genau. So, und dann kannst du das in die Backorder nehmen. Der Kunde zahlt einen signifikanten Betrag an, solche 200 Euro. Genau, 200 Euro nehmen wir in der Regel als Anzahlung. Und dann bestimmen wir oder sehen wir jetzt heute aktuell schon, wie der Liefertermin aussehen würde. Es kommt oft zu netten Überraschungen. Ja, durchaus. Also wir haben vielleicht auch das Rad jetzt, wenn wir jetzt mal von Rahmengröße S als Beispiel bleiben, was vielleicht dann nächste Woche gebaut wird, was auch noch frei ist, wo noch keiner vorbestellt hatte. Also es lohnt sich immer, da auch nachzufragen, jetzt nicht nur unseren reinen Shop dafür zu sehen, weil sonst wäre unsere Frequenz viel zu hoch und wir müssten so viele Anfragen bearbeiten mit Lieferterminen, die wir vielleicht dann nachher auch nicht halten können. Also Sachen im Shop sind auch da. Genau. Heißt also, wir sind ja quasi diejenigen, die ja Liefertermine nur weitertragen. Schlussendlich hängt es am Hersteller. Der Hersteller hängt dann so gesehen am Produzenten. Und die Lieferketten sind aktuell sowieso sehr, sehr schwierig. Und demnach kann sich natürlich auch ein Liefertermin mal verschieben. Also das steht sowieso fest. Es gibt keine fixen Liefertermine, die wir zu 100% garantieren aktuell. So, sagt Nico Ockenfels. Wir drehen gerade in St. Wendel. Das ist direkt neben der Shell. Shell-Tankstelle. Und die meisten werden es kennen, direkt an der B51 und B49. Was? 51. So passt. Und das Wichtigste ist die Carwash-Waschstraße. Denn wenn man da steht, sieht man nämlich deine Werbung schon und muss quasi ein Fahrrad kaufen. In Riegelsberg bist du nähe Kaufland. Das ist so. Und im Netz auf recycle.de einer der größten Cube-Händler der Welt. Nico Ockenfeld, seit 10 Jahren machst du Cube? Schon seit 13 Jahren. 13 Jahren. Und du wirst es immer wieder tun. Heute am 5. Oktober 2021. Tschö mit Ö. Ciao, Sven.